Hallo Sebastian, willkommen im Studio der Deutschen Vermögensberatung. Wir haben es ein bisschen für dich hergerichtet. Ich hoffe, dir gefällt es. Fühlt sich heimisch. Ich habe schon fast Sonnenbrand. Hier auf unseren herrlichen weißen Sand. Sehr cool. Fühlt sich ganz gut an, ne? Barfuß. Ja, wir können uns hier, ich brauche nur die Sonnenbrille. Ja, laid back. Wir wollen heute erfahren, was dich zum besten Big Wave Surfer der Welt gemacht hat, was deinen Lebensweg geprägt hat. Und ich würde tatsächlich gerne hier in diesem Setting, wenn man so will, anfangen. In Nazaré, in Portugal, 100 Kilometer nördlich von Lissabon. Dieses kleine, ja, fast verschlafene Badeörtchen, wo es die ganz großen Wellen gibt. Wir können mal direkt drauf schauen, wie das Ganze aussehen kann und vor allem, was da für Kräfte wirken. Schau mal hier. Ich habe einen Jetski, der mich in die Welle reinzieht. Genau, also es ist anders, als wir das jetzt vielleicht irgendwie aus dem gewöhnlichen Strandurlaub kennen. Ja. Und da bist du tatsächlich schon weg. Ja. Ja, die Jetskis sind notwendig, weil die Wellen so schnell sind, dass wir nicht mehr mit menschlicher Kraft rein. Du kannst nicht reinkraulen, nicht reinpaddeln, ja. Genau. Und dann, wo bist du? Ich bin jetzt gerade noch unter Wasser. Und tauche jetzt gleich ganz unten links im Bild auf, ganz kurz. Die beiden gehören zu deinem Team, die beiden? Und ja, die beiden Jetskis suchen mich. Jetzt die zweite Welle bin ich drüber gerollt, die suchen mich wieder. Und ich glaube, da waren noch zwei oder drei Wellen, die mich überrollt haben. Und dann haben die Jetskis mich gefunden. Das ist schon krass. Und das ist typisch Nazaré in der Saison, die vor allem jetzt für deutsche Verhältnisse in den Wintermonaten stattfindet. Von September bis März so in etwa? Ja. In der Zeit, die Winter-, Herbst- und Winterstürme bringen uns die Wellen. Und immer wenn es in Florida irgendwie heißt, die Häuser fliegen weg, dann beginnt für uns die sieben Tages Wartezeit, wo wir wissen, okay, es entsteht ein Riesensturm, der den ganzen Atlantik in unsere Richtung anschiebt. Und wenn dann alles zusammenkommt, das passiert sehr selten, vielleicht ein Tag, drei Tage pro Saison, die wirklich, wirklich, wirklich besonderen großen Tage, auch wie wir es hier gesehen haben auf der Welle. Ja. So, es passiert alle 3-4 Jahre. Da hat es dich geschmissen. Da hat es mich geschmissen, ja. Dass du es in Anführungsstrichen besser kannst und auch besser lesen kannst, sagt ja nicht nur dein Weltrekord, den du genau dort gesurft bist, aus. Wir können es uns auch noch mal anschauen, wie es aussieht, wenn alles glatt geht. Und nimm uns doch vielleicht mal mit, weil also solche Wellen surft natürlich kaum jemand von uns, Normalos in Anführungsstrichen. Das machen nur die Profis, so wie du. Ja, ich werde mit dem Jetski in die richtige Position gebracht. Und wie schnell seid ihr da? 40, 50 km/h. Ja. Das ist jetzt keine Riesenwelle, das ist wenn es Performance, Big Wave Surfen, also vielleicht 8 Meter wird die Welle sein. Und jetzt habe ich so einen Schlenker gemacht, so einen Turn nennen wir das, um in die richtige Position zu kommen. Und ich möchte immer in dem Teil der Welle sein, wo ich die meiste Geschwindigkeit und die meiste Kraft von der Welle mitnehmen kann, die meiste Energie. Und die Herausforderung ist immer, die Linie auf der Welle so zu wählen, dass ich möglichst weit drin bin in der Welle und gleichzeitig nicht von der Welle erwischt werde. Und dann, den Spaß, sozusagen, die Welle genießen kann. Und der Moment kommt, wenn ich realisiere, ich habe die richtige Linie und ich kann vorhersehen, was passiert. Und dann ist so die ganz kurze Vorfreude und dann passiert es und dann zack, ist die Welle vorbei. Und wenn du jetzt auf dem Brett stehst, also das wird ja nicht eben sein. Es sieht so ein bisschen aus in den Videos, aber du wirst richtig durchgeschüttelt, oder? Ja, das ist der athletische, ein bisschen wie beim alpinen Skifahren, wenn man so die Abfahrtsskifahrer anschaut und der Oberkörper ist so ganz, ganz entspannt, aber die Beine arbeiten. Hm. Und jeder, der schon mal Ski gefahren ist, weiß, was es bedeutet, da ruhig zu sein. Das ist die athletische Fähigkeit, und wo das ganze Training und die ganze Vorbereitung, das Equipment wichtig sind, dass es eben dann so einfach ausschaut, aber ja, ist alles andere als einfach. Du hast auch 70 Sachen drauf in der Spitze? Über 90. Über 90 sogar? Ja. Mit dem Boogieboard, mit, ich glaube, schon 9 Jahren in Frankreich. Und deine Eltern erzählten, du seist einfach nicht aus dem Wasser gekommen. Was für Erinnerungen hast du an diese frühkindliche Zeit?
Ich habe immer das Wasser geliebt. Das war für mich, seitdem ich laufen konnte, bin ich, egal wo ein Pool, Fluss, Meer, See, was auch immer, egal wenn Wasser da war, bin ich hingelaufen, habe entweder gespielt oder bin reingesprungen. Und für mich gab es und gibt es nichts Schöneres, als im Wasser zu sein. Und als ich das erste Mal in der Bretagne dann so ein Surfbrett, so ein Boogieboard gesehen habe und Surfer, die im Wasser waren, die gesurft haben und selbst in den Wellen dann war, war das für mich, das war wie ein, ich habe davon nie geträumt, weil ich nicht wusste, dass es gibt, aber es war dann wie so ein Paradies finden. So. Ja. Es ist ja schon fast legendär, die Geschichte von dir. Du hast die Schulbücher mehr oder weniger gegen Surfmagazine ausgetauscht. Ja. Stimmt, oder? Nicht nachmachen, aber ich habe immer das Cover von den Schulbüchern aufs Cover von den Surfheften geklebt und saß dann in der letzten Reihe so und habe Surfhefte studiert. Und was aber, als ich auf Hawaii angekommen bin, dann ein riesen Vorteil für mich war, weil ich ganz schnell alles gelernt habe, also eigentlich die ganzen schwierigen Techniken schon unterbewusst gespeichert hatte, weil ich das jahrelang, stundenlang angeschaut habe. Weil du es visualisiert hast. Angelesen hast, genau. Oder? Ja. Ja. Als 13-jähriger Bub reift auf einmal dieser Traum und diese Vorstellung. Was hat das ausgelöst und vor allem, was hat das gemacht, gerade in der Diskussion mit deinen Eltern? Klar, es war das erste Mal, dass ich einen konkreten Traum hatte, ein konkretes Ziel, von dem ich zu 100% überzeugt war. Für mich überhaupt nicht die Frage sich gestellt habe, ob das Sinn macht, ob das möglich ist und so weiter, sondern für mich war das, ich mit mir selbst hab den Vertrag abgeschlossen, ja. Und dann habe ich es meinen Eltern erzählt, die fanden es natürlich, keiner dran geglaubt, meine Kumpels haben mich ausgelacht, meine Schwester hat mich ausgelacht und alle so, hey, das ist eine Phase, ja, jetzt möchte er irgendwie Surfer werden. Und ich hatte dann auch Poster im Zimmer und irgendwie so Zeug, was wir rumstehen haben, irgendwie so, ja, weil ich so mein kleines Hawaii gebaut habe. Das kleine Hawaii in Nürnberg, ja. Ja, genau. Und dann war es halt so, ja, süß, der träumt davon, irgendwie das so ein Surfer zu sein. Wird schon wieder vergehen, die Phase, und dann macht er was anderes. Und ich war sportlich sehr aktiv, habe alle möglichen Sportarten gemacht, Boxen, Skateboarden und so weiter. Deswegen glaube ich auch, dass die Wahrnehmung von mir eher so war, der macht eine andere Sport, der macht auf jeden Fall Sport, aber der wird in irgendeine andere Richtung gehen. So, das ist jetzt seine Surfphase und die geht vorbei. Und für mich war das aber absolut Lebenstraum. Ich wollte es machen und habe da nicht aufgehört, dran zu arbeiten, nicht aufgehört zu schauen, was muss ich machen. Habe nach der Schule das Arbeiten angefangen. Habe im Endeffekt habe mich darauf vorbereitet. Aber auch mit dem ganz festen Wissen, dauert es vielleicht ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, was auch immer. Aber ich gehe nach Hawaii. Mit 16 rüber in ein neues Land, in eine ganz neue Umgebung, vielleicht auch in einen ganz neuen Lebensstil. Ja. Wie lange hat das gedauert, bis du dort angekommen bist? Stell dir vor, du träumst von etwas, drei Jahre, fanatisch. Wirklich, du träumst davon, schaust die ganze Zeit Bilder an, kennst jeden Surfer in- und auswendig, weißt mehr über die, als sie selbst über sich selbst so wissen. Ja? Und plötzlich bist du da. Das ist absolut, ich habe jede, als ich das erste Mal an diesen bekannten Windsurfstrand gekommen bin, Hokipa, war das so, ich kannte jede Palme, die da rumstand, oh, und so, ey, die Palme habe ich auch gesehen und, oh, und den Typ auch und da das Brett, guck mal, das war absolut, ein absoluter Traum. Und auf der anderen Seite ist natürlich die Integration. Es ist ein sehr schönes Land, aber ein sehr, in einem sehr großen Konflikt und vor allem natürlich von Einheimischen zu Weißen. Also die Weißen sind das Feindbild dort. Und ich hatte das große Glück, dass ich über meinen Traum und über den Willen, den ich hatte, zu surfen, das Oberhaupt einer hawaiianischen Großfamilie kennengelernt habe. Und der das verstanden hat, was auf welcher Mission ich war und mich in seine Familie aufgenommen hat und mein Mentor wurde.
Und somit habe ich die schöne Seite der Kultur der Hawaiianer auch kennengelernt, was mich auch sehr geprägt hat. Aber hast du dich nicht manchmal auch als Außenseiter gefühlt? Also du warst schon in vielen Punkten anders als die anderen. Also ich sehe mich nicht als Außenseiter oder habe mich auch nie als Außenseiter gesehen, weil Surfen ist neutral. Surfen hat keine Insider und Outsider und so. Surfen, die Natur, ja, die Welle, das ist komplett neutral. Ich möchte die Welle verstehen und ich möchte mich mit der Welle verstehen. So habe ich das immer gesehen und deswegen habe ich viel von der ganzen Politik, von dem ganzen, ja, man kann sagen Rassismus, ja, der dann da mir entgegengekommen ist, auch gar nicht so wahrgenommen, wie es vielleicht von Außenstehenden um mich herum wahrgenommen wurde. Trotzdem, um deinen Traum vom Surfen dann auch irgendwann zu finanzieren, brauchtest du Geld. Du hast mal in einem Interview gesagt, das fand ich ganz interessant, dass du vor allem zum Start deiner Karriere viel mehr Zeit in Anspruch nehmen musstest, um deine Karriere überhaupt am Laufen zu halten, rein finanziell, ja, als dass du dich überhaupt auf Surfen konzentrieren konntest. Ja, ich habe viele Jahre auf dem Bau gearbeitet, habe Schwimmbäder gebaut auf Hawaii. Wie gebaut? Also das Loch gebuddelt? Das hat der Bagger gebuddelt, aber dann, und dann? Verschalung, Zement bis hin zu Fliesen, Versiegelung, alles. Heute ist das anders. Heute hast du ein 30-köpfiges, fast 30-köpfiges Team, das dich rund um die Welt begleitet. Kann man das schon so ein wenig vergleichen wie mit einem Unternehmer, der sich einen klaren Plan macht, den dann umsetzt und tatsächlich so etwas wie ein Unternehmen aufbaut, der sein eigener Herr ist, sein eigener Coach an der Stelle vielleicht auch? Klar, also heute bin ich definitiv ein Unternehmen und ich habe im Endeffekt mit 13 an einem Businessplan gearbeitet, um meine Eltern zu überzeugen. Heute bin ich ein Unternehmer, definitiv. Ja, allein die im Logistik, klassischen Sinne. Es muss schnell gehen, wenn die Wellen irgendwo sind und du willst hin und hast noch fast 30 Leute, die du mitnehmen möchtest. Das kann ich mir schon. Definitiv, ja. Ja. Ich schaue mal in unsere Box. Ich habe hier unter anderem diesen herrlichen Boxhandschuh. Ist das Teil deines Trainings tatsächlich? Ich weiß, dass du das schon seit frühen Jahren tatsächlich gerne gemacht hast. Ja, physisch fit sein ist absolut ist essentiell. Und ich liebe Sport. Ich habe immer auch hartes Training. Ich habe früh mit Boxen angefangen, dann Kickboxen, Thaiboxen. Und ich liebe das Gas geben und das Auspowern und so auch dieses über Grenzen gehen, macht mir Spaß. Definitiv, um die größten Wellen der Welt zu surfen, das ist ein Leistungssport. Aber das hat jetzt weniger mit dieser klassischen Hang-Loose-Surfer, dieser klassischen Surfer-Mentalität, die man kennt und die jetzt auch weitgehend verbreitet wird, wenig zu tun. Ja, ich glaube, Surfen hat es gut geschafft, so ein Klischee aufzubauen. Mhm. Was es jetzt gerade so ein bisschen einholt auch, weil Surfer, also wenn du wirklich ein Surfer bist, nicht ein Lifestyle-Surfer, der am Strand abhängt, sondern wirklich ein Surfer, dem es um die Wellen geht, dann bist du ein Sportler automatisch, weil du bist 6 Stunden im Wasser. Dementsprechend hast du 6 Stunden Sport gemacht. Ja. Surfen ist Sport. Wie sieht's mit Idolen aus? Ich habe mir tatsächlich sagen lassen, und ich habe das auf dem Handy mitgebracht, ich habe es extra noch zu Hause fotografiert. Guck mal, wer bei mir im Treppenhaus hängt. Ja, geil. Ist tatsächlich mein großes Idol. Deins auch, oder? Ja, das war mein... Wieso der Typ? Österreichischer Skirennläufer. Ja. 98 Nagano. War das der Moment? Einer der Momente, ja. Die Olympischen Spiele. Die Olympischen Spiele. Er fliegt 40 Meter durch die Luft, landet auf seinem Nacken, rollt durch die Absperrungen. Alle denken, er ist tot. Er steht auf. Ein paar Tage später oder eine Woche später. Zwei Tage später. Gold im Super-G. Gewinnt, ja. Und nochmal 2 oder 3 Tage später Gold im Riesenslalom. Riesenslalom, ja. Das war beeindruckend. Wo ich aber mich extrem mit ihm identifizieren konnte, war sein Weg. Nämlich, dass er als, ich glaube, 16-Jähriger oder so war, ist er aus dem Nationalkader geflogen, weil er nicht stark genug war. Ja. Selbst trainiert hat, auch auf dem Bau gearbeitet hat. Im Nationalteam nie wieder Zugang hatte, dann Vorläufer war von einem
Europacup-Rennen oder sowas und mit ein paar Sekunden schneller ins Ziel gekommen ist. Dann alle Panik bekommen haben, oh, wir müssen den ins Nationalteam stecken und dann einfach alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt. So. Dann Nagano seine Pinnacle-Zeit, wie sagt man, seine beste Zeit. Dann Motorradunfall, verliert fast seinen Unterschenkel, kämpft sich durch, kommt wieder, wird wieder Weltmeister. Ja, wahnsinnig. Für mich absolut der Sportler, von dem ich am meisten mitnehmen konnte für meinen eigenen Weg. Aber für mich die einzige Referenz, die ich gefunden habe, mit der ich mich identifizieren konnte aus dem Sport. Ja, vielleicht auch dieses Sture, dieses ein Ziel in den Kopf setzen und dann mit Biegen und Brechen und komme, was wolle, genau dieses Ziel umsetzen. Das zeichnet deinen Lebensweg schon aus oder siehst du es anders? Wenn ich mich zu was entscheide, dann stehe ich dazu und dann auch zu 100%. Sebastian, du bist kürzlich wieder in Nazaré in Portugal gewesen, bist die höchsten Wellen der Saison gesurft. Und ich habe mir sagen lassen, das Ganze bei wirklich allermiesesten äußerlichen Bedingungen. Also muss Sauwetter gewesen sein. War das so unter dem Motto Define Possible? Ja, das war definitiv der Surfing the Unsurfable, glaube ich, nennen wir den Tag. Es war eigentlich unmöglich zu surfen. Es war ein absoluter Sturm, die größte Wellenvorhersage seit 4 Jahren. Ja, wir waren bereit, wir haben die ganze Zeit drauf gewartet, die ganze Saison. Und dann jetzt Ende Februar kam der Tag endlich und der Sturm war uns im Weg. Und wir haben dann als Team entschieden, okay, wir versuchen es trotzdem und schauen einfach, ist es möglich? Und es ist möglich. Aber dann, wie muss ich mir das vorstellen? Ist da jemand in deinem Team, der sich darauf spezialisiert, genau so etwas vorherzusagen und zu tracken? Und der sagt dann, ja, morgen geht's los? Oder genau, also wir check seit 20 Jahren Wellenvorhersagen und jeder Surfer macht das. Das ist so die tägliche Routine. Du checkst, so wie viele ihre Aktien checken, ja, checken wir die Wellenaktien sozusagen. Wie ist der Kurs? Und wir sehen ungefähr 7 Tage, bevor die Wellen ankommen, dass sich Wellen aufbauen werden. Du hast das natürlich jetzt auch erwähnt, das Team. Wir haben eben schon gesagt, das sind fast 30 Menschen. Wie gut muss das alles miteinander funktionieren, als Team, im Team, in sich, damit das dann tatsächlich zu stemmen ist? Du hast einen Militärarzt am Start. Ja. Du hast mehrere Jetski-Fahrer. Du hast eine ganze Sicherheitskette. Ja. Das ist ja alles minutiös bis ins kleinste Detail geplant. Wir haben ein Credo, das heißt Stay Ready. Also sei bereit. Alle, die um mich herum sind, die in Schlüsselpositionen sind, zum Beispiel Axel in der Sicherheit. Das ist der Militärarzt? Genau. Der weiß, der kennt die Wellenvorhersage, der schaut die selber an, der ist selber Surfer. Und der ist seit 12 Jahren an meiner Seite jetzt. Und weiß ganz genau, was passiert. Und er übernimmt die Verantwortung für die Sicherheitskette. Erik, mein Jetski-Partner und die anderen Jetski-Fahrer, die auf dem Wasser sind, die wissen ganz genau, was passiert. Wir sind ein eingespieltes Team, wir wissen, was wir machen und es gibt so eine Basis, die gelegt werden muss. Wenn die gelegt ist, dann ist Freiheit für alles andere und alles andere muss dann aber auch frei sein. Wir können im Surfen nicht um 10.15 Uhr fangen wir an, um 11.30 Uhr hören wir auf. Es geht nicht. Wir müssen um 8 Uhr bereit sein und theoretisch, bis wenn um 5 Uhr die Sonne untergeht, bis 5 Uhr bereit bleiben. Und was dazwischen passiert, passiert. Und diese Freiheit dann am Ende, auf dem Wasser, auf diesen Big Waves, auf diesen Freak Waves, wie sie auch gerne heißen, tatsächlich zu haben, braucht es das Team und dann Partner, die auch dieses Team mehr oder weniger gar nicht erst an den Start bringen, ja, ermöglichen. Ja, natürlich. Der ganze Sport, alles lebt von Partnerschaften. Ich habe auch keine Angestellten in meinem Team. Ich sehe niemanden als einen Angestellten. Ist für mich sind es Partner und Familie. Ich habe ein Team und ich habe Partner, die Deutsche Vermögensberatung gehört dazu, die mir vertrauen. Ich mache was lebensgefährlig ist. Es ist für keinen gut, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich plötzlich nicht mehr verantwortungsvoll handle. Und dieses Vertrauen erstmal zu gewinnen, vor allem auch dann noch, wenn ich rumlaufe und sage, ja, hey, ich surfe mal eine 50 Meter hohe Welle, was für mich ein ganz klarer realistischer Traum ist, aber für alle anderen, ist, alle denken sich, der Typ spinnt doch. Ja, ja. Genau. Meine Partner denken nicht, dass ich spinne. Mein Team, meine Familie denkt nicht, dass ich spinne, weil alle wissen, okay, der meint das ernst, der macht das.
Deswegen ist es für mich auch eine sehr familiäre und besondere Partnerschaft. Vor allem auch mit der Deutschen Vermögensberatung, ne? Die auch komplett verstehen, was ich mache, aus eigenen Reihen. Wollen wir mal uns dein Equipment anschauen? Das gute Stück. Es hat ja auch einen eigenen Namen. Caçador RS. Das ist portugiesisch, ne? Ja, das heißt Jäger. Und RS steht für sehr schnell. fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichsten an. Ja. Was ist dieses weiße Zeug? Also ich habe entweder Wachs- oder Schaumstoff-Pads unter meinen Füßen, um nicht abzurutschen und um ein bisschen Dämpfung zu haben. Und das ist ein Prototyp-Board. Ja. Ich habe viele von denen, deswegen manchmal klebe ich die Pads nicht drauf, einfach um schnell aufs Wasser zu kommen. Und auch um dann Veränderungen machen zu können, muss man das Wachs immer wieder wegmachen. An den ganz großen Tagen fahre ich mit einem Schaumstoff-Pad, was sozusagen als Dämpfung dient. Die Fußschlaufen sind extrem wichtig. Ja. Die sind auf meinen Fuß angepasst. Bestimmte Dicke, Härte vom Schaumstoff. So ein bisschen wie bei den Skifahrern. Die Schuhe, die Bindungen, die Position, also in welchem Winkel die drauf sind, welche Form die Schlaufe hat, ist extrem wichtig für mich, um die Kontrolle des Bretts zu optimieren und auch nicht vom Brett runterzufliegen, wenn ich mit 93 km/h irgendwie 20 Meter weit springe. Ja. So. Du hast eigene Shaper, heißen die? Ja. Also das sind die quasi das Board in Form bringen. Verstehe ich das richtig? Das sind im Endeffekt Surfbrett-Ingenieure, wenn man es übersetzen würde. Und ich arbeite seit über 20 Jahren mit Shapern zusammen, die mir speziell auf meine Körpergröße, Gewicht, Fußgröße, die Art und Weise, wie ich die Wellen surfe, welche Wellen ich surfe, die verschiedensten Surfbretter bauen. Und da gibt es ganz viele Iterationen. Wir können leider nicht, wie jetzt im Motorsport zum Beispiel, auch beim Skifahren, wo du einen Parcours aufstellst oder irgendwie eine Rennstrecke hast und du kannst die gleiche Kurve 100-mal durchfahren und kannst Sachen testen. Das können wir nicht, weil es gibt die Welle einmal. Die nächste Welle, die dich surft, ist anders als die Welle davor. Ja. Deswegen musst du das Brett extrem gut verstehen im Sinne von, hey Shaper, ich habe gespürt, dass ich, wenn das Brett geradeaus fährt und ich das aufs Rail, also auf die Kante legen möchte, dass das dann immer so einen kleinen Hupfer macht. So, dann muss er verstehen, warum macht das so einen kleinen Hupfer. Ja. Und dann muss, also das heißt, die Kommunikation zwischen dem Shaper und mir ist extrem wichtig, dass da auch ein Verständnis, Vertrauen ist, dass dann ein gutes Brett rauskommt. Du hast eben gesagt, RS steht für Speed. Dieses Board ist tatsächlich schneller als die meisten Boards, die andere Big Wave Surfer nutzen. Und das aus Gründen. Du warst im Windkanal. Es gibt eine spezielle Beschichtung. Was kann dieses Board, was andere nicht können? Und wie kommt es dazu? Das Board ist aus dem Traum entstanden, dass ich größere Wellen surfen möchte. Und um in größere Wellen reinzukommen. Weil du mehr Geschwindigkeit brauchst. Genau, um in größere Wellen reinzukommen, brauche ich mehr Geschwindigkeit, als ich davor hatte. Ja. Dementsprechend musste das Brett sich dem anpassen. Und ganz viele Faktoren, die wir bis jetzt noch nicht betrachten mussten, das haben wir alles studiert. Vom Windkanal bis hin zu Sensoren im Brett und so weiter. Und haben mit unseren Partnern zusammen geschafft, die Bretter schneller und vor allem auch laufruhiger zu machen. Was auch wichtig ist, weil bei den hohen Geschwindigkeiten, wenn man die Kontrolle verliert, ist nicht gut. Jürgen Klopp, ich weiß, ihr seid befreundet und ich weiß, dass es Motivationscoaching auch von dir tatsächlich beim FC Liverpool gab. Ja, Jürgen ist cool. Jürgen ist ein besonderer Mensch. Der versteht Sport, liebt Sport, ist so, wie er ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht mit denen. Wir sind im Geschäft, Grenzen für uns selbst auszuloten, zu verschieben und unmögliche Sachen möglich zu machen und immer wieder ganz tief Leistungen aus uns rauszuholen, die vielleicht für unmöglich gehalten werden. Ich habe auch viel von Jürgen mitgenommen, was Umgang mit Team,
Führung angeht, was zu dem Zeitpunkt, das ist schon ein paar Jahre her, für mich ein großes Thema war. Und von daher war das ein sehr schöner Austausch, der glaube ich, allen sehr viel gebracht hat. Ich nehme an, dass du auch viel über Menschen, über junge Menschen lernst. Du hast eben deinen Förderverein Wir machen Welle e.V., wo es vor allem um Kinder oder fast ausschließlich um Kinder aus schwierigen Verhältnissen geht. Und vor allem darum, wie sie ja, so ein Selbstverständnis im Leben für sich entwickeln. Habe ich das richtig verstanden? Ja, macht Surftherapie. Ja. Also habe ich ehrlich gesagt vorher nie was von gehört. Ja, Surftherapie ist in Amerika schon weit und breit verbreitet und studiert. Und so in Europa ist es noch nicht so bekannt. Vor allem in Deutschland natürlich, weil wir jetzt keine Surfnation. Ich habe zusammen mit meiner Schwester vor, ich glaube, 7 Jahren mittlerweile den Wir machen Welle e.V. gegründet, der benachteiligten Kids vor allem beibringt, wie der Name sagt, dass sie Welle machen. Es gibt diesen Satz, mach mal nicht so eine Welle. Ja. Und das wird leider jungen Menschen immer wieder wirklich beigebracht. Und vor allem, wenn irgendeine Art und Weise eine Benachteiligung da ist, dann ist es so, ja, du brauchst Hilfe, du kannst es nicht alleine. Und im Endeffekt kann jeder alles. Ja, und das ist, was wir den Kids über das Surfen, was natürlich eine krasse Herausforderung für die ist. Manche waren noch nie aus ihrer Stadt weg, manche waren noch nie am Meer, manche können nicht schwimmen. Und wir haben ein Programm, wo wir sie fast ein Jahr lang darauf vorbereiten und dann mit ihnen ans Meer fahren und ins Wasser springen. Und jeder und jede von denen steht auf dem Brett und surft. Und ich habe die krassesten Erfolgserlebnisse da gesehen, die mir genauso viel Energie und Freude bringen wie die großen Wellen. Und jede Menge Inspiration, nehme ich an. Also, wenn wir über das Projekt Mission Wave Alpha gesprochen haben, dann formulierst du dort viele Sachen. Gibt es da einen Fahrplan, den du ganz klar verfolgst, wo du sagst, okay, die Next Steps sehen genau so aus? Mit jedem Projekt oder auch mit jeder Vision, die ich habe, wächst mein Team, entwickeln wir uns weiter. Und es ist ja nicht auch singulär auf die eine große Welle, was wir jetzt im Mission Wave Alpha gemacht haben. Davon ist ein Teil, dass wir die größte Welle gesurft haben und dass wir verstanden haben, okay, wir können, es ist wirklich möglich, das nächste Level zu surfen. Wir haben die Sicherheit im Sport komplett verändert und verbessert. Wir haben Daten von Wellen das erste Mal gesammelt und nicht nur im Sport. Über Sensoren im Board teilweise, ja? Im Board, in Drohnen, in allen möglichen Formen. Es hat kein Wissenschaftler. Kein Wissenschaftler hat wissenschaftliche Daten von brechenden Wellen. Wir haben es aus einem Sportprojekt das erste Mal, das ist eine wertvolle Information. Wir haben die Sportart komplett verändert und auf ein anderes Level gehoben. Und für die Zukunft, für die nächsten Generationen ein Level geschaffen, mit dem die jetzt weitermachen können. Ja? Ich höre da ganz klar raus, es geht weiter. Wie wird dein Lebensweg dann tatsächlich zeigen und werden natürlich auch, wird die Natur mitbestimmen, sozusagen. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast und wir werden dich natürlich auch auf deinem Weg begleiten, verfolgen und im Auge behalten. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Sebastian. Sehr gerne, hat mich gefreut.